Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rote Edition. Wir spielen jetzt hier diesen Scheißkampf wieder mal, der ja noch im letzten Part begann. Und wir töten das Zubat. So wie immer. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich habe mich 2 Meter weiter bewegt. Direkt einen Kleinstein. Ein Tackle. Und Glutexo erhält einiges an EP. Aber ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg nach draußen. Ein wildes Paras. Keine Ahnung, was ich gegen den machen soll. Glutexos Fähigkeiten gehen aus. Also halt wirklich. Scheiß auf die KP, die kann ich jedes Mal wieder voll machen. Die Fähigkeit nicht Glutexo erreicht Level 23. Okay, wir kommen mal relativ weit. Aber war wahrscheinlich ein neuer Rekord, ne? Das ist immer das Beste, was passieren kann. Wenn man nur einen Kratzer oder sowas braucht. Vor allem, ich will ja nicht mal kämpfen. Ich kann nichts dafür. Oh nein. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Ja. Wie viele Pokémon hast du? Zwei. Radfratz, Level 13. Man merkt schon, dass es immer härter wird. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch tun soll. Ja, dafür brauche ich auch Glut, um es schnell loszuwerden. Ja, ach komm, sowas hasse ich. Ich habe fast gar nichts mehr. Das ist so ein Mist. Ich will nicht nochmal zurück. Werde ich aber wahrscheinlich müssen. Okay, nee. Da komme ich wieder etwas höher. Och. Nee. Diese Kämpfe hier, die hätte man wenigstens jetzt mittlerweile nicht mehr so oft bringen müssen. Die sind nur noch nervig. Habe ich einfach nur Pech oder ist das immer so? Da sind Fossilien. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Mal schauen, ne? Streber möchte kämpfen. Schleimer. Slimer. Was weiß ich? Ein Glut. Zieht ihn sehr viel. Und oh, er zieht mir aber auch wieder viel ab. Er hat drei Pokémon. Ich kann nicht wechseln. Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Feuer-Pokémon, das da drüben. Der Voltobal. Kreideschrei ist egal. Ich hab fast nichts mehr. Ich will einfach nur weg hier. Glutex erhält 264 EP. Komm, ich kann das noch schaffen. Ach komm, was ist denn das?
Warum bin ich eigentlich nie geflohen gegen die anderen Pokémon? Ich weiß es, es tut mir leid, okay. Glutexa erreicht Level 24. Glutexa versucht Raserei zu erlernen. Kann nicht mehr als vier Attacken erlernen. Gunst von Raserei vergessen werden? Keine Ahnung. Den Heuler? Ich weiß ja nicht mal, was Raserei ist. Aber vielleicht bringt es mir mal wieder was. Na gut, ich gebe dir eins ab. Eins? Natürlich will ich das Fossil. Okay, dann gehört das hier mir. Ja, okay. Wäre ich mal nicht nach oben gegangen. Ich probiere jetzt mal einfach direkt zu fliehen. Nee, 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 nee. Wir probieren mal Raserei aus. Macht Schaden. Okay, das ist gut. Lol. Man muss nur einmal dafür. Ich glaube, das gefällt mir. Nur ich muss mein Pokémon Glutexo jetzt doch heilen, ne? Sonst überlebt er nicht. Na egal, mach mal einfach. Hat er wenigstens wieder 32 KP. Okay, da scheine ich rauszukommen. Vielleicht war es jetzt komplett sinnlos, aber das ist egal. Tatsächlich. Route 4 Mondberg, Azuria City. Geht's hier lang? Ich weiß es nicht. Was ist hier oben? Nichts. Hier? Nichts. Okay, alles gut. Wir kommen weiter. Nichts. Mich interessiert halt, was hier überall ist, ne? Ach, hier? TMO4. Was ist denn das alles? Ja, toll. Danke fürs Hinterlaufen. Komme ich da hoch? Keine Ahnung. Hey, jetzt mal for real, wo muss ich lang? Achso, okay. Nee, hä? Doch hier hoch? Bin so blöd. Was ist denn jetzt los? Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon. Das klingt lustig. Ist ein Pokémon Center? Nee. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad, aber ich würde damit nicht fahren. Ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Ach, du bist so blöd. Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Kratzen. Oh mein Gott, bitte! Ich habe keine Lust mehr. Kann ich eins kaufen? Ein brandneues Fahrrad. Ja, kaufen! Wie viel kostet eins? Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Bitte was? Eine Millionen. Sehe ich echt so blöd aus? Lamus, schlag zu. Oh nein, wieder nicht. Was? Habt ihr nicht mal was getan? Okay. Ich möchte bitte was kaufen.
8 Pokebälle. Okay. Aber wo lang jetzt? Das ist mir hier ein bisschen verwirrend aufgebaut. Was ist das hier unten? Tipps für Trainer. Drückt man B während der Entwicklung eines Pokémon, so wird der Prozess abgebrochen. Ich will ja nicht, dass es abgebrochen wird. Da, Pokécenter. Danach kommt eine Arena, ist es dein Ernst? Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ach du Scheiße, danach kommt ein Arena-Fight. Wie schwer soll das denn werden? Wer bist du? Du bist auch ein Trainer? Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Ja, das stimmt. Pokémon Arena. Arena-Leiterin Misty. Die gruselige Arena-Leiterin. Okay. Wasser? Hey, warte, Champion in Peace. Ich habe einen Tipp für dich. Misty ist die Arena-Leiterin. Kämpf mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Woher soll ich die bitte nehmen? Oha, könnte ich hier einfach cheaten? Nee, leider nicht. Ich denke mal, mein Glut-Pokémon wird da nicht so viel bringen, ne? Also mein Feuer. Ich bin dein erster Gegner, es geht los. Okay. Wer bist du denn, Schwimmer? Setz Seeper ein. Level 16? Blubber. Hört sich jetzt nicht so stark an. Ist es dafür aber. Ruckzuckhieb vielleicht. Das ist alles scheiße. Topsy wird wieder sterben. Aber woher kriege ich die denn bitte? Ja, das ist doch scheiße. Kai. Mit Wasser, mit was hat er gesagt? Mit Pflanzen-Pokémon oder irgendwie sowas. Ja, das ist Betrug. Ist einfach nur Verarsche, was er mir gesagt hat. Ist egal. Wenn nicht, dann sterben wir halt gleich. Das kann mir doch nicht viel Schaden machen. Ich bin ein Stein. Ja, na klar. Mhm. Alles klar. Es ist so ein Betrug. Seeper wurde besiegt. So muss ich den aber wenigstens vielleicht nicht nochmal besiegen. Ist doch auch gut. Was willst du denn? Muschel verbrenne ich zum Essen. Ja, klappt ganz gut. Die scheint schon sehr effektiv zu sein. Ich muss hier leider vorhin unterbrechen, aber naja, hier mitten im Kampf leider. Für euch ist es kein Problem, ich mache hier einfach weiter. Und ich besiege den Schwimmer. Das darf nicht wahr sein. Doch ist es aber, wie du siehst. Ja, aber klar, gegen eine muss ich noch kämpfen. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Okay. Pfadfinderin möchte kämpfen.
Goldini. Ich habe halt leider gar keine Ahnung von den Wasser-Pokémon, wie ich die am besten bekämpfen kann und so. Glut ist wahrscheinlich richtig dumm eigentlich. Weil sie es ja theoretisch löschen. Och nee, ich hasse es, verwirrt zu sein. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Ich habe mich nämlich leider selbst getroffen. Und schon wieder. Seht ihr, wie viel Schaden das bei mir macht? 12. Okay, ist perfekt. Komm, ich muss das jetzt noch überleben. Danach gehe ich nochmal heilen. Weil das schaffe ich sonst eh nicht. Goldini wurde besiegt. Glutexo erhält 401. Ich besiege die Pfadfinderin. Ich bin überwältigt. Gut so. Ich weiß nicht, wie ich das hier jemals schaffen soll. Aber wir werden das schaffen. Nochmal kurz ins Pokécenter. Ich habe Angst, dass ich das nicht überlebe. Bing, bing, bing. Meine Pokémon sind wieder topfit. So, okay, und jetzt besiegen wir, wie hieß sie? Ich weiß es nicht mehr. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Schön. Ich nicht. Wie viele Pokémon hast du? Zwei. Das ist natürlich ein Problem, ne? Ruckzuckhieb. Oh ja, das macht gut Schaden. War aber auch schon ein Volltreffer. Egal, wenn ich den so schnell wenigstens schon mal ein bisschen was mit meinem Taubsi abziehen kann, ist das gut. Überlebe ich noch einen? Ja. Komm. Ich wechsle lieber zu Kai. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber irgendwas muss ich machen. Das war so klar. Dann komm mal her, Kleinstein. Ach komm, hör auf. Das ist irgendwie schon voll der Betrug, oder nicht? Schön, dass die Attacke sehr effektiv ist. Kann ich mal was dafür? Boah, sogar ein Crit. Komm, überleb! Egal, ich versuch's einfach. Ja, egal. Die sterben jetzt eher alle wie die Fliegen, wie man sieht. Toll, ich habe nur noch Glutexo. Ist zwar scheiße, aber was soll ich tun? Okay, er stirbt. Taubsi halt aber 204. Level erreicht. Stami. Stami? Stami? Nein, ich möchte nicht wechseln. Wenn jetzt nichts komplett beschissen läuft, dann sollte ich es schaffen. Doch, Blubberstrahl ist übel stark, das weiß ich noch. Das macht 68 KP mindestens Schaden. Toll.
Och man, jetzt ist so scheiße, jetzt muss ich erst wieder alle Pokémon sterben lassen. Na ja, gut, das geht jetzt eh schnell. Wie ihr seht. Aber es ist schon, finde ich, Betrug. Na gut, dann sterbt alle. Aber ich finde das nicht wirklich fair irgendwie. Weil, warum ist das so viel stärker als alle anderen auf einmal? Und so eine schlechte Taktik war das nicht. Das könnt ihr mir auch nicht sagen. So, einen Versuch machen wir hier noch. Wenn nicht, dann müssen wir im nächsten Part nochmal farmen gehen. Uff. Was ich keine Lust hätte. Sterndu ging ja noch. Obwohl der schon übel viel Damage gemacht hat. Ja, ist scheiße. Gegen die scheiß Aquaknarre kann man fast gar nichts machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist so dumm. Wieso darf er denn jedes Mal anfangen? Ich verstehe das nicht. An was wird denn das festgemacht? Wer anfangen darf und wer nicht? Woher bekomme ich denn überhaupt meine scheiß Wasser-Pokémon? Wow. Das wird ihn jetzt bestimmt töten. Der bringt mir absolut gar nichts. So, jetzt muss ich wieder Glutexel nehmen. Ja, na klar. Aber, naja, gut, jetzt habe ich zwar den geschafft, aber jetzt sterbe ich wieder. 25 für Glutexo. Ich habe kein weiteres. Wieso darf er anfangen? Es ergibt keinen Sinn. Ja, na klar. Bei dem ist alles nicht effektiv. Ja, tot. Aber ich muss doch die Arena machen, oder nicht? Keine Ahnung, wie ich das noch schaffen soll. Ja, tot. So, jetzt bin ich eh wieder One-Hit. Naja, gut. Dann müssen wir wohl im nächsten Part farmen gehen. Ich weiß zwar nicht, was ich da tun soll. Aber naja. Ich weiß auch nicht, wo die nächste Route sein wird. Guck mich mal noch kurz hier um, wenn nicht, dann ist es halt einfach mal eine längere Folge, ist ja auch nicht so schlimm. Was ist denn jetzt? Oh, hi Marius. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Marius.
Na gut, dann machen wir den Kampf auch noch. Wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht. Oh, der hat 4. Level 18? Das ist krass. Er hat also nicht übertrieben, er hat wirklich einiges gefangen. Sollte mich aber nicht killen. Zieht mir die Hälfte ab. Wieso denn? Nee, das ist Betrug. Wieso darf er denn zweimal hintereinander angreifen? Das verstehe ich nicht. Es macht für mich wirklich keinen Sinn. Ich verstehe das nämlich nicht. Ja. Bei mir macht ja gar nichts Schaden. Ja, hahaha, wie lustig du bist. Wieder tot. Wow, so kann ich ihm wenigstens ein bisschen runternehmen. Einmal mache ich noch. Sollte er ja überleben. Gut, dann kommt Herr Klutexo. Verbrenn den Vogel. Ach so. Verstehe nicht, warum ich manchmal anfangen darf und manchmal er. Kleinstein erreicht Level 10. Komm bitte, erlern irgendwas. Nee. Abra, Level 15. Ist es auch relativ hoch schon. Teleport. Okay, wir können ihn noch besiegen. Sorry für diese Überlänge, aber es muss sein. Dieser Kampf ist wenigstens noch mal relativ cool, würde ich sagen. Was? Warum? Das macht keinen Sinn. Dass das jedes Mal daneben geht. Toll. Jetzt habe ich wieder fast gar keine Chance mehr. Shiggy hat er auch noch. Das stimmt, das war sein Starter-Pokémon. Ist aber fast gar nicht hoch. Ja, ich merke schon, das ist nicht effektiv. Das dafür umso mehr. Komm noch einmal. Bist so ein. Das ist doch dumm. Aber ich besiege ihn. Shiggy wurde besiegt im Text 240. Ich besiege John. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. Soll ich dir was sagen? Verraten. Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich dafür bei ihm bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's gut. Ach, Scheiße! Na gut, nee, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss. Bis dann.